Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur 10. Folge vom BattlePod. Heute wieder mit meinen famosen Gästen, den Olli. Hallo. Hi, n'abend. Und natürlich unserem Clan-Experten, dem Hoshi. Ehre dem Clan. Heute ist die angekündigte Clan-Episode. Vorher möchten wir noch kurz auf Feedback eingehen. Der Volker P. hat noch mal ein paar interessante Dinge dazu geschrieben. Die könnt ihr euch bei uns auf der Webseite anschauen. Er hat noch ein paar Ergänzungen zur ComGuards gemacht, auch wie groß die sind. Dazu wieder danke dafür. Ja. Und dann gibt es noch ein paar neue Sachen in der Welt zum Thema MWO, glaube ich erstmal. Ja, MWO ist eine Kleinigkeit quasi. Also man kann jetzt den Marauder 2 vorbestellen. Das ist quasi legendärer Mech ist und ja, ist ein ganz cooles Package wieder. Ah, da muss ich einen Einspruch euer Ehren. Der 3R ist der legendäre. Der 100-Tonner ist einfach nur eine fette Abomination, sagt man, glaube ich, im Englischen. Was sagt man im Deutschen dazu? Eine Tötungsmaschine? Na, das, ja, das auch. Natürlich habe ich ihn auch vorbestellt, aber nicht allein, sondern im Bundle. Im Bundle mit MechWarrior 5 Mercenaries. Genau. Denn das ist auch vorbestellbar. Und wenn man das als MWO-Spieler vorbestellt, dann kriegt man einen ganzen Haufen Goodies. Ja, und wenn man Founder von MWO ist, dann kriegt man sogar noch mehr Goodies. Ja, noch mehr MCs vor allem. Genau, also man kriegt eigentlich fast den Gegenwert zum Vorbestellwert in Dingen für MWO. Also es ist ganz eine nette Ansammlung, muss man sagen. Fand ich auch, vor allem in denselben Tagen haben sie noch freundlicherweise noch einen riesen Sale da veranstaltet. Einmal Engines zum halben Preis und auch nochmal guten Rabatt auf sehr, sehr viele Mechs. Das heißt, ich bin erstmal losgegangen shoppen mit meinen plus 20k Credits, ich glaube 24.000 MCs oder so habe ich bekommen und habe mir eine ganze Reihe von Hero Mechs gekauft, die schon lange auf meiner Wunschliste waren. Bis wann läuft es denn noch, die Vorbestellung, bis solange man die Goodies noch kriegt? Also mein letzter Stand war, gibt kein Enddatum. Natürlich wird es irgendwann enden, aber es gab noch kein spezifisches. Da war mal so ein FAQ, warte mal, während wir sprechen, gucke ich da nämlich mal rein, bis wann das endet. Sprecht einfach schon mal weiter. Okay, ist toll. Also, es gibt auch neues Ingame-Footage. Ja, das Lustige ist, man kriegt da, wenn man vorbestellt, auch Zugriff auf den offiziellen MW5 Discord von BGI und kann dort so an so Developer-Dingen mithören und solche Dinge. Also das ist sehr, sehr interessant. Und es gibt auch einen Announcement-Channel und sie haben gesagt, sie werden dort announcen, wann die Vorbestellung abläuft, aber derzeit haben sie noch kein Enddatum angegeben und das nächste Q&A ist heute, also 6 PM PST, also irgendwann 2 in der Früh, morgen bei uns in der Früh oder so, oder 3 in der Früh. Und da sind tatsächlich, also der Russ Bollock, Ryan van Willett, Derek James und Nico, der Animationsdesigner, sind alle dann im Discord und dann, wenn man vorbestellt hat und nicht schlafen will heute, dann kann man dazu lernen. Oder man zieht sich morgen auf YouTube die Zusammenfassung rein. Genau. Das ist nämlich auch eine schöne Sache. So ist es. Ja, nee, also ich habe auch gerade geguckt, es gibt noch kein Enddatum für den Sale. Es wird irgendwann mal beendet sein, aber aktuell gibt es noch kein Endpunkt. Es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil diese Community Edition ist tatsächlich eine MWO Community Edition, denn die lohnt sich halt wahnsinnig, wenn man semi-aktiv bis aktiv MWO spielt. Genau, ne? Sonst ist es halt, selbst die Standardpackung,
sag ich mal, die großen Vorteile ergeben sich erst, wenn du die MCs und den Marauder halt mit einrechnest, den du dann halt bekommst. Apropos Marauder, ich habe durch Zufall vor ein paar Tagen gesehen, der Key ist im Profil auch schon vorhanden. Also nicht nur die digitalen Goodies für MWO, sondern halt auch der Mac selber. Der ist allerdings natürlich noch nicht im Spiel enthalten. Das ist erst am 16. April oder so erscheint der. Aber man kann den Key jetzt schon mal einlösen. Das ist schon mal ganz nett. Mhm. Die anderen Sachen, so MCs und so weiter, die bekommst du praktisch sofort. Also beim nächsten Einloggen stehen die dir dann zur Verfügung. Ah ja. Noch so, die Preise kann man noch sagen. Also das unten rechts Ultimate Community Edition kostet $119,99. Dann ja. Ist Game und Zusatzdinger dabei, vor allem 30.000 MC. Sind für Founder 60. Dann ja. Die Collection, die Collectors Community Edition für $79,99 mit den 20.000 MC und die $49,99 mit 12.000 MC. Die Standard oder Standard Community Edition. Die habe ich mir übrigens gekauft, weil ich fand die Boot definitiv das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Also das Spiel und dann die MCs gerade als Founder für mich, das war einfach supi. Ich meine, die anderen Sachen, ey, ganz ehrlich, was will ich mit 60.000 MC? Gut, die 90 Tage Prämiespielzeit sind nett, wenn man noch irgendwie Geld braucht für MWO. Das ist aber ich habe jetzt 150 Mechs mittlerweile, ist nicht mehr ganz so das große Thema. Vor allem seit dem Engine-Tag sind tatsächlich alle meine Mechs mit einer Engine ausgestattet. Das war lange Zeit nicht so. Da gab es immer noch den einen oder anderen, der keine hatte. Und von daher, irgendwo kommt dann auch der Punkt, wo man keine Kohle mehr braucht. Ich kenne diverse Leute, die haben dreistellige Millionen-Credit-Beträge auf ihrem Spielkonto liegen und wissen nicht, wohin damit. Mhm. Mhm. Ja, das also, aber es ist ja nicht nur MWO und Internet, aber es gibt ja auch News auf der Platte, Olli, oder? Jo, ja, endlich. Aber was heißt, eigentlich sind es ja Olds, ne? Lange angekündigt, jetzt endlich erschienen. Einmal die Battletech Beginners Box und dann einmal die neue Einsteiger Box. Das muss man ein bisschen unterscheiden, weil die Beginners Box ist wirklich nur so mit so Grundregeln, mit zwei Pippis mit drin und so einer kleinen Map und so weiter. Also ist wirklich nur, um mal reinzuschnippern. Dafür ist die wahnsinnig günstig. Ich glaube, so um die 16, 17 Euro oder solche oder Dollar. Und die größere Box ist ein bisschen teurer, muss ich jetzt nochmal nachschauen, aber auch die lohnt sich, da sind auf jeden Fall mehr Püppis sind drin und so weiter. Also ich sag mal, für Einsteiger echt eine tolle Sache, aber auch für langjährige Fans eine eher lukrative Geschichte, um mal nochmal die Armee aufzurüsten. Allein die Figuren sind es halt wert, vor allem weil die auch wirklich mal endlich mal gut gearbeitet sind. Dazu gibt es noch Battletech. Oh, Moment. Luft. Was passiert? Ah, so. Jetzt hast du mir aber Angst gemacht, Junge. Ich dachte, du kippst jetzt tot vom Sofa oder so. Ich habe das Mikro schnell ausgemacht, versucht auszumachen. Dazu gibt es noch ein Quellenbuch, Shattered Fortress. Ja. Und das neue Battletech Manual. Es ist jetzt aber alles, was wir sagen, nur Englisch verfügbar. Ja. Was, wann Ulysses macht, wissen wir im Moment noch nicht. Da frage ich den Michael nochmal. Das werden wir dann nächste Mal nachreichen. Und es gibt auch Kleidung mit dem Logo des Battletechs, also des 35-jährigen Jubiläums. Darunter ein T-Shirt und ein Hoodie. Ja, das Spielsystem ist an sich, ne? Also das muss ich sagen, sie haben so eine kleine Offensive halt da losgetreten. Ne? Ich würde gerne ganz gerne nochmal auf das Thema Figuren zurückkommen, weil die Figuren, das war ja eigentlich der Hemmstein, warum das so ewig gedauert hat. Übrigens, Hoshi, man hört dein Dampfen. Ich wollte es nur mal erwähnen. Vielleicht mutest du dich so lange. Die Figuren, das war halt das Problem, dass die nicht geliefert wurden und dass es halt ewig gedauert hat, bis die jetzt gekommen sind. Aber das Warten hat sich wirklich gelohnt, weil ich finde die Figuren einfach wahnsinnig ansprechend. Wenn man die letzten
selbst die letzten beiden Einsteigerboxen, da gab es ja noch eine mit gemischten Pappfiguren, wo sie auf deutscher Seite nochmal die übrig gebliebenen Figuren dazugelegt haben. Das war so ein aus der Not geboren, ne? Und selbst die Editionen davor, ich glaube, wo 16 Stück oder sowas dabei waren, die waren alle so dünn und schlecht gegossen. Also die fand ich unglaublich unattraktiv. Ich hatte auch so eine Box hier liegen und habe die verschenkt, weil die Figuren mir einfach nicht gefallen haben. Da habe ich dann doch lieber die einzelnen Zinnfiguren gekauft. Und jetzt endlich haben sie mal vernünftiger. Ich meine, immer noch kein Vergleich zu Warhammer 40k und so von der Qualität her, glaube ich. Also von den Bildern in den Händen habe ich es ja leider noch nicht gehalten. Aber zumindest schon mal eine zeitgemäße Qualität. Ja, das ist schon mal schön, ja. Das ist einfach ein kleineres Franchise und da muss man einfach ab und zu auch Abstriche machen, ne? Absolut, ne, aber beschissen soll es bitte auch nicht aussehen. Nee, auf keinen Fall. Hast du mal den Handspeck gesehen von dem alten Guss, wie dünn der war? Das war Katastrophe, ja. Oh, Katastrophe. Bah, ne? Ist ja also auch wenn du den, es hat einen Orion, glaube ich, gegeben, wenn ich den vergleiche mit meiner schönen Zinnfigur, ist ein Wahnsinn, ne? Wahnsinn, was für ein Unterschied, ne? Ich verstehe das nicht, weil es ist gerade, das habe ich neulich noch gelesen, da hat irgendwie einer gefragt, so, hey, ich bin seit Ewigkeiten wieder neu eingestiegen oder was hat sich denn geändert? Und man neigt dann immer zu sagen, es hat sich nicht so wirklich viel geändert, weil die Grundregeln sind nur minimal überarbeitet worden in den letzten 35 Jahren. Mhm. Aber sie versuchen es schon an anderer Stelle umzubauen und zwar von einem ich stelle einzelne Püppis auf, gerade in Verbindung mit Alpha Strike, sie wollen ein Deck-Game daraus machen. Und ich habe mir jetzt gerade zu Weihnachten, das waren meine schönsten Weihnachtsgeschenke, habe ich das Combat Manual von Haus Kurita und das von den Mercenaries für Alpha Strike bekommen, mit diesen Lanzenempfehlungen und den Boni für die Lanzen und so weiter. Ja, stimmt. Und ich spiele ja jetzt auch seit ein paar Jahren so, dass ich mir halt Lanzen oder kompanieweise die Mechs bemale. Und das hat schon so einen Deck-Charakter. Und dann will man natürlich auch viele Figuren haben und möglichst auch aktuelle und halt nicht nur die Sachen von vor 30 Jahren. Na, da freut man sich ja schon wieder aufs Chapter-Treffen, ne? Ja. Ja, ich habe schon vorbereitet. Das erste Szenario steht schon mit allem drum und dran. Beim zweiten bin ich schon zur Hälfte und ich bin da in regem Austausch mit Onein, was das Thema angeht. Na, fein. Fein, fein. Wird übrigens zu eurer Freude, bis auf das Finale, was ein One-on-One ist, ne? Morgan Kell gegen Yorinaga Kurita, werden das alles Alpha-Strike-Spiele sein. Cool. Wie, das Finale ist ein One-on-One und davor nicht? Ja, ist ein Duell, ne? Und da werde ich ja die klassischen Battletech-Regeln benutzen, weil sonst Alpha Strike 1 gegen 1 ist ein bisschen öd, ne? Genau, recht schnell. Eben. Aber die anderen Kämpfe davor sind mit richtig vielen Püppis und da spielen wir dann mit Alpha Strike und schönem 3D-Gelände. Und woran ermittelt man denn, wer bei dem Alpha Strike am Ende wer gegen wen? Hä? Oder ist das eine ein Turnier und das andere ist einfach nur so zocken? Nein, das ist ein Szenario und am Ende, du bist voll der Lore-Kenner hier, Mallory's World und am Ende, am Finale, treten dann der Kommandeur der Kurita-Truppen, Yorinaga Kurita in The Warhammer, gegen Morgan Kell, den Chef oder einen der beiden Chefs von den Kellhounds an und duellieren sich vor den versammelten Augen ihrer Truppen. Und das ist dann sozusagen das Finale von dieser Mini-Kampagne. Und da beide Piloten Spezialfähigkeiten haben und die Mechs, weil es jeweils ja nur ein Mech, wäre es mit Alpha-Strike-Regeln etwas langweilig. Und deswegen werde ich für dieses Szenario auf die Classic-Regeln runtergehen, ne, oder hochgehen, besser gesagt. Aber die Gefechte vorher, die sind laut dem Szenariobuch auch alle für Classic ausgelegt. Aber wenn wir das so spielen, dann wird es ein langes Wochenende, ne? Und da habe ich mir gedacht, gerade bei den großen Gefechten bieten sich dann schon die Alpha-Strike-Regeln an. Mhm. Ja. Na super. Na dann, bin ich mal gespannt. Ich auch. Okay, dann, ich mache jetzt hier mal ein Ding hier, Timeline-Footnote für den Clan. Oshi. Ja, wir haben ja jetzt quasi alle Nachfolgekriege und die Historie der inneren Sphäre hinter uns gebracht. Und was jetzt natürlich ansteht, bevor wir quasi im gesamten Kontext auf die Clan-Invasion zu sprechen kommen, ist, wir müssen noch irgendwie die Clan-Historie aufarbeiten. Ne?
Das beginnt wieder im Jahr 2781. Deswegen wäre jetzt an sich vielleicht an unseren ersten Historien-Battlebot erinnern kann. Den kann ich nur empfehlen, nochmal ein bisschen vielleicht reinzuschnuppern, denn los geht's quasi genau zu der Zeit, wo sich der Sternenbund auflöst, also 2781. Da wird so ein Interimskonzil eingesetzt, nachdem da alles nicht klar war und da Maris um die Ecke gebracht wurde und so weiter. Und das Interimkonzil macht zwei Dinge, nämlich es ernennt den Jerome Blake, kennt man, ne, wenn man unsere Battlebots gehört hat, zum Leiter der Wiederherstellung des HPG-Netzwerkes. Und eigentlich war die Erwartungshaltung der inneren Sphäre, dass der Alexander Kerensky zum ersten Lord gewählt wird, quasi von diesem Interimskonzil. Na, immerhin hat er ja auch Terra befreit, den Usurpator niedergeworfen und er hat die große Sternenbundstreitmacht hinter sich und er ist der große Hondo. Genau, also er war eigentlich so der Oberheld, ne? Und dann hat man einfach gesagt, der muss es eigentlich werden, ne? Jo. Aber wie immer, so, ich sag mal, Game of Thrones-mäßig, ne, haben sich die hohen Häuser da ein bisschen zerstritten, weil natürlich jeder sich selbst in die Schussposition bringen wollte, um erster Lord zu werden. Und haben den Kerensky den Titel Protektor der inneren Sphäre gegeben und quasi nochmal so seinen Oberbefehl über die SLDF-Truppen reinzugeben. Ja, und das Ego ein bisschen zu streicheln und dem Schein. Ja? Aber der Kerensky hat natürlich sofort gesagt, was wollt ihr da? Ne? Das ist irgendwie komisch. Und gleich danach hat ihm also der General Aaron de Chevalier oder Chevalier? Chevalier. Chevalier, genau. Angeboten, einen Putsch zu machen, um ihn zum ersten Lord zu machen. Aber Kerensky, der quasi so absoluter Ehrenmann war, hat das kategorisch abgelehnt, denn er hat gesagt, das ist moralisch nicht vertretbar. Wenn das so Idioten sind, dann soll man sie lassen. Ne? Ich weiß, ich hätte mit ihm lecker Punsch gemacht und hätten uns eingetrunken. Genau. Verstehe das nicht. Ne? Nein, ich glaube, Kerensky hatte auch gar keinen Bock, erster Lord zu werden. Genau. Also so wie ich ihn interpretiere und die Geschichten, das ist nicht meine Kernzeit, aber so was ich gelesen habe. Von daher, er wollte es nicht und die ersten Lords wollten ihn auch nicht und alle haben es aber irgendwie erwartet und es gab niemanden, der eigentlich in dieser Lücke war. Das ist so dieses typische, beim Fußball würde man sagen, nimm du ihn, ich habe ihn sicher und dann geht der Ball auf einmal durch und der Gegner steht vorm Tor und macht das Ding rein. Ne? Genau, aber er wollte auf keinen Fall jetzt, dass die innere Sphäre ins totale Chaos stürzt. Also er wollte eigentlich den ersten Nachfolgekrieg verhindern und ist zwei Jahre quasi von Heimatwelt zu Heimatwelt der großen Häuser gezogen und hat versucht, da zu vermitteln und dass die sich einigen auf irgendeinen ersten Lord, auch wenn es er nicht ist oder so, aber dass da quasi wieder Ordnung einkehrt. Mhm. Und als er da zwei Jahre rumfliegt, gibt er im Prinzip im August 2783 quasi auf und Jerome Blake, mit dem er quasi ja ein bisschen so zusammengearbeitet hat, hat auch gesagt, er war ein gebrochener Mann zu der Stunde und Kerensky verschwand quasi von der Bildfläche einmal. Ich weiß nicht, ob es eine historische Person so gibt, aber das erinnert mich so ein bisschen an diese Säbelgerassel-Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wo irgendwie keiner wirklich den Krieg wollte, aber alle dann doch irgendwie auf den Putz gehauen haben. Mhm. Und am Ende des Tages lief es eigentlich auf diese logische Konsequenz hinaus. Egal, was man vorher an Diplomatie probiert hat und so weiter, es war wie vorprogrammiert eigentlich. Es musste darauf hinauslaufen. Ja, also es sind ja viele Parallelen, wenn man sich anschaut, auch eben was vor 2781 passiert ist. So kann man sagen, das war teilweise auch so ein bisschen wie eben auch Ermordung vom Kaiser Rudolf oder vielleicht dann Kaiser Rudolf oder so. Und so, also das war so ein bisschen hin und her. Ne? Also das ja, ist teilweise sicher anders angelehnt, sage ich mal. Ja. Das haben wir eh schon bei den letzten Casts immer so festgestellt, dass sich die Jungs und Mädels bei Faser wirklich auch an der realen Geschichte sehr orientiert haben, was ich begrüße und auch gut finde, weil es gibt so sich wiederholende Muster. Ich wette, sowas gab es auch schon im Römischen Reich und unter den Griechen und weiß der Geier bei welchen Kulturen schon.
Genau, ja. Ja, also Sharon Blake, Kerensky verschwindet so für circa 6 Monate und dann Anfang 2784 hat Sharon Blake quasi die HPG-Zentren auf Terra wieder aufgebaut und das berühmte Zentrum in Hilton Head Island etabliert und Kerensky eingeladen, dass er dort quasi mal die SLDF zusammenrufen kann und wirklich Stellung beziehen kann. Und Kerensky macht das auch. Ja, also Kerensky geht nach Terra und in Hilton Head HPG-Zentrum wird quasi die ganze Führung der SLDF zusammengerufen. Und Kerensky sagt, okay, Jungs, der Nachfolgekrieg ist unvermeidbar. Es geht jetzt los und die werden sich da bekriegen. Und das ist komplett sinnlos. Und deswegen schlage ich vor, die SLDF sollen die innere Sphäre verlassen und nicht am Nachfolgekrieg teilnehmen, um quasi den wahren Sinn des Sternenbunds zu erhalten und die Nobelheit und das Ehrenvolle, was eben der Sternenbund so ausgemacht hat. Und das hat vor allem Sharon Blake komplett erstaunt, was da abläuft, weil er hat eigentlich sich gedacht, dass er jetzt Kerensky genug hat und da einmal kurz drüber fahren wird über die innere Sphäre und sich doch zum ersten Lord ausrufen wird und er da irgendwie mitpartizipieren kann. Hat dann gesagt, das ist lustig. Aber was er gemacht hat, ist, Sharon Blake hat zugestimmt, dass er jegliche Informationen bezüglich dieses Plans, die innere Sphäre zu verlassen, unterdrücken wird und keine HPG-Nachrichten, die Informationen darüber erhalten, übermittelt. Und das war mal gut so, weil damit wusste eigentlich keiner in der inneren Sphäre, was jetzt wirklich passiert. Und Kerensky hat dann gesagt, er will aber nicht quasi, dass seine Generäle da einfach blind ihm folgen, sondern hat eine Wahl ausgerufen und die Generäle und bis hin zu den Regimentskommandanten eingeladen, abzustimmen, ob sie mit ihm folgen, die innere Sphäre verlassen wollen oder nicht. Und weißt du, an wen ich immer denken muss, wenn ich an Kerensky denke in dieser Phase? Habe ich immer Jean-Luc Picard irgendwie im Kopf. Ich habe tatsächlich die Figur so nach dem Motto, ja, wir müssen darüber reden und jetzt, ich will nicht dafür verantwortlich sein und wir stimmen darüber ab. Und also vielleicht ein bisschen merkwürdiger Vergleich für manchen einen, aber ich finde es toll, dass sie so eine Figur haben, die dann nicht blutrünstig irgendwie über alles drüber rubbelt, sondern wirklich sagt, ich habe genug Blut an meinen Händen, ich habe genug vom Soldatsein in diesem Sinne lange Kriege zu führen, ich will das verhindern und ziehe mich da halt raus. Genau, so ist es, ja. Und was den Sharon Blake noch mehr erstaunt hat, war bei dieser Abstimmung, dass über 80% der SLDF und der angeschlossenen auch Zivilregimenter, also haben wir ja viele Support-Dinge wie Kranken, also Medic-Unit, Logistik, Versorgung-Unit, Logistik und so weiter, zugestimmt haben, wir sind dabei. Wir machen da mit. Und die quasi so circa 20%, die übrig geblieben sind, haben sich sehr, sehr viele einfach dem Sharon Blake angeschlossen. Mhm. Was dann später auch quasi die Comguards waren, ja, also. Oder Grundstamm sozusagen. Genau, der Grundstamm der Comguards ausgemacht haben. Darunter zum Beispiel die 151. Royal Battlemech Division. Oder einige wurden auch Mercenaries, also Söldnertruppen. Wobei die berühmtesten Söldnertruppen, die von den SLDF abstammen, sicher die Eridani Light Horse sind. Also, ja, genau. Ich glaube, die Northwind Highlanders stammen ja auch aus dem. Genau, bin ich ganz sicher. Ja. Es könnte auch sein, dass das McCarran's Armored Cavalry, da bin ich mir nicht gerade ganz sicher. Ja, das ist eine spätere Abspaltung. Also, ich glaube, die McCarran-Linie stammt aus der SLDF, aber die Einheit nicht quasi. Ja. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, bei Northwind Highland und Iridani ist es auf jeden Fall so. Von daher gab ja dann einige, die dann Söldner geworden sind, was die Clans, als sie dann später in ihre Sphäre zurückgekommen sind, ja dann auch verurteilt haben. So nach dem Motto, ihr war Teil der Sternenbund-Verteidigungsstreitkräfte, ihr hättet mit Kerensky gegen, stattdessen seid ihr schäbige, dreckige Söldner geworden. Genau, ja, so ist es. Ja, und dann wurde das Ganze eben vorbereitet und die anderen Truppen, also die verbleiben, die in der inneren Sphäre verbleiben, haben sich aber auch quasi zur Verschwiegenheit verpflichtet, haben da nichts preisgegeben
Und als dann die Vorbereitungen waren, startete im November 2784 schon, also relativ kurze Vorbereitungszeit, nicht mal ein Jahr, die Operation Exodus. Also in den ersten Monaten von dieser Operation wurden quasi alle Familien der Leute und riesige Massen an Sprungschiffen, Transportschiffen auf dem Markt auch eingekauft und zusammengekauft und zu den genannten Exit Points verlegt. Und Kerensky hat da einfach beinhart, also er hat zwar jetzt nicht die innere Sphäre übernommen, aber er hatte wahnsinnige Mittel noch von den SLDF-Tagen und auch in Wertgegenständen und Dingen. Das haben sie alles quasi liquidiert und in Sprungschiffe, Transportschiffe etc. umgesetzt, um da gemeinsam die innere Sphäre verlassen zu können. Und hat das quasi mit vollen Händen seinen Reichtum auf den Markt geworfen. Ja. Jetzt haben viele in der inneren Sphäre sich gedacht, hey, der rüstet aber ziemlich auf. Und aber haben gesagt, naja, der schmeißt da sein Geld auf den Markt, wir verkaufen ihm alles, kein Problem. Der Einzige, der da dagegen war, war der Koordinator Minoru Kurita. Der war sehr, sehr skeptisch, weil der hat eigentlich damit gerechnet, dass der Kerensky jetzt dann irgendwann irgendeines der ersten großen Häuser und wie, ein bisschen paranoid, wie er war, der hat natürlich gedacht, seines angreifen wird und hat dem Kerensky keine Sprungschiffe verkauft. Also das war so ein bisschen das Ding. Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut, also McCarran ist definitiv nicht aus der Starlink-Zeit, sondern war die persönliche Truppe von einem McCarran und irgendwie erst im Jahr 2930 gegründet. Also von daher weit davon entfernt. Ja, und dann, also nach diesen Einkäufen und Zusammenrotten an den Exit-Points, gab dann am 8. Juli 2785 Kerensky wirklich den Befehl Exodus. Das heißt, die riesige Flotte sammelt sich und beginnt mit dem Exodus aus der inneren Sphäre. Am 2. Oktober sammelt sich die ganze Flotte bei Neu-Samarkand und die Größe der Flotte war unglaublich, weil die war doppelt so groß wie alle Haustruppen des Draconis-Kombinats. Und natürlich hat der Minoru Kurita gedacht, jetzt kommt der Angriff vom Kerensky und das ganze Kombinat in Kriegszustand versetzt, weil eben New Samarkand im Draconis-Kombinat liegt und er quasi sich gedacht hat, jetzt kommt der Putsch und er ist der erste Hausherr, der daran glauben muss. Ne? Also das war ein bisschen stressig für das Haus Kurita und das Draconis-Kombinat. Oh. Meine Frage ist aber, wieso, also diese sind ja Hunderte, Tausend, wie viel sind genau mitgegangen? Wie viele Personen waren das? Das muss ja Millionen, Milliarden? Milliarden nicht. Aber ich würde sagen, sechsstelliger Bereich, wenn nicht sogar siebenstellig. Genau, also es war ein hoher sechsstelliger Bereich, was ich weiß, waren es so. Also das Blöde ist, es gibt keine ganz genauen Quellen, ja. Also es wird mal von so 300, 400.000 geredet bis zu 1 Million. Ja. Also es ist teilweise ein bisschen widersprüchlich, was da auch angegeben wird. Ja. Also es ist interessant, dass die Mitglieder auch, also praktisch, dass da keiner irgendjemand was erzählt hat. Genau, weil das Lustige ist nämlich, es sind so viele Leute und eben die Quellen sagen auch nicht zum Beispiel, ob diese mehreren hunderttausend nur die Truppen waren, aber die hatten ja natürlich noch Familien und alles Mögliche dran. Ja. Also es kann durchaus sein, dass quasi diese knapp unter 1 Million oder so nur die Truppenstärke war. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja. Entschuldige. A total of nearly 6 million personnel, a third of which were soldiers and the rest civilians were carried. 6 Millionen Menschen. Wow. Ja. In 402 Kriegsschiffen und über 5000 Dropships. Kann sich sehen lassen. Ja, das ist vor allem, da brauchst du aber viel Fressen für. Genau, da kommen wir auch gleich drauf. Denn wie die da so abziehen, also Kurita hat das Kombinat in den Kriegszustand versetzt und hat jetzt gedacht, jetzt kommt's. Und plötzlich, so über einen Zeitraum von 24 Stunden, weil so lange hat es gebraucht, bis alle Sprungschiffe das System
verlassen haben, sind die plötzlich weg gewesen. Und keiner hat so richtig gewusst, wo springen die jetzt hin. Ne? Und man hat nur gesehen, dass also ein riesiges Schlachtschiff, hat es damals noch gegeben eben, McKenna's Bride war das letzte, was da so verschwunden ist, und damit waren sie weg. Es gab dann noch so Sichtungen, einige waren so nicht bestätigt, und man hat immer wieder so quasi, wie es so üblich ist, so Räubergeschichten gehört, die sind jetzt da und da und da, also bis hin zum Liao oder Marik-Bereich, ja, was natürlich kompletter Blödsinn ist, weil die sind im Norden rausgeflogen, gab es da, aber die letzte offizielle Sichtung war quasi Ende 2785 auf Gutara 5, und das ist schon weit in der Peripherie, also so in nicht mehr hausbeherrschten Gegenden, sondern wo schon eher Piraterie und kleine Peripheriestaaten geherrscht haben. Mhm. Und was dann natürlich folgte, waren sehr, sehr harte Monate für diese Flotte, weil gerade gehört 6 Millionen Menschen, weil die haben jetzt versucht, natürlich voraus Scout-Schiffe zu schicken und irgendwie versucht, da lebensfähige, überlebensfähige Planeten zu, also Planeten zu finden, wo man überleben kann. Haben aber immer nur sehr, sehr karge bis unbewohnbare Systeme gefunden. Die Nachversorgung von dem, man hat immer wieder versucht, auch von den Peripheriestaaten ein bisschen Nachversorgung zu kriegen und so, aber das war am Anfang noch ein bisschen okay, aber das war immer schwieriger, nachdem man monatelang vergeblich darum gesucht hat und hat dann angefangen quasi zu rationieren und alles Mögliche. Ja. Und die Leute wurden halt immer ja, ungehalten auf den Schiffen. Und schließlich im August 2786 gibt es eine große Meuterei auf dem Schlachtschiff Prinz Eugen. Auch ein großes Schlachtschiff der McKenna-Klasse und damit ein wirklich riesiges Ding. Und der Kommandant hat gesagt, so genug, Kerensky ist ein Idiot, wir drehen um, so nach dem Motto, und fliegen wieder zur inneren Sphäre zurück. Aber da sieht man dann auch wieder mal Kerensky, wie er dann handelt, wenn etwas gegen die Moral der SLDF verstößt, weil er hat das natürlich sofort gesagt, das ist Meuterei. Und das Schlachtschiff wurde mit allen anderen Schlachtschiffen angegriffen und komplett vernichtet mit allem, was an Bord war. Also, oh, da, also ich möchte nicht, wie viele Leute dabei waren, die einfach dafür nichts konnten. Genau, so ist es. Weil es war eigentlich eine kleine Meuterei. Ja, der Kommandant des Schlachtschiffes wurde abgesetzt und eben durch den einen Kommandanten ersetzt, der dann zurück wollte. Und dann wurde das ganze Schlachtschiff ausgelöscht quasi. Also doch kein Picard, schade. Nee, kein Picard. Und er gab zu dem Zeitpunkt seinen legendären Befehl 137 aus. Ich habe da jetzt nur ein englisches Zitat gefunden, leider kein deutsches. Aber vielleicht mag jemand dann übersetzen. Ich lese es mal auf Englisch vor. Der Befehl 137 sagte: Return to the inner sphere is impossible for us. Our heritage and our convictions are different from those we left behind. The greed of the 5 great houses and the council lord is a disease that can only be burned away by the passing of decades, even centuries. And though the fighting may seem to slow or even cease, it will erupt again as long as there are powerful men to covet one another's health, wealth. We shall live apart, conserving all the good of the Star League and ridding ourselves of the bad, so that when we return, and return we shall, our shining moral character will be as much our shield as our battlemechs and fighters. Ja, ganz wichtiger Einklinker, ne? And return we shall, und zurückkehren werden wir. Also grobe Besetz, dass die Rückkehr in die Innersphäre für sie unmöglich ist, dass ihre Herkunft und auch ihre Überzeugungen sich von denen unterscheiden, die sie zurücklassen, die Gier der 5 großen Häuser und des Council Lords, also wie hast du es vorhin genannt? Diesem Zusammenkunft oder diesem Rat, ne? Ist also eine Krankheit, die man nur ausbrennen kann, und zwar über die Jahrhunderte.
Und dass die, auch wenn die Kämpfe jetzt so langsam nachlassen und vielleicht sogar eingestellt werden, sie werden wieder aufflammen. Und solange es mächtige und machthungrige Männer gibt, die den Reichtum des anderen beneiden, wird es so weitergehen. Und sie mögen abseits davon leben und all das Gute bewahren, conserving, dass der Sternenbund bot und dass sie das Böse von sich fernhalten und weghalten oder abschneiden, dass sie dann eines Tages wieder zurückkommen und zurückkommen werden wir oder sollen wir oder müssen wir. Und ihr glänzender moralischer Charakter wird ihr Schild sein, genau wie ihre Battlemax und Flieger. Ne? Mhm. Und im Prinzip, hier drin liegt eigentlich schon der Widerspruch der Clans, der Bewahrer und der Kreuzritter. Ne? Mhm. Rückkehr, wie Rückkehr, ausbrennen, wegbrennen, das Böse wegschneiden, aber auch bewahren und den moralischen Highground, also die moralische Deutung sozusagen dann auch zu übernehmen. Also ich glaube, gerade in dieser Rede, wenn man als Kleiner kann man unglaublich viele Positionen und die kann man weitlich interpretieren. Mhm, so ist es, ja. Also sicher so ein kleiner Grundkern von dem, wie sich es dann entwickelt später. Ja. Ja, und kurz nach dieser Meuterei, also am 24. August, also Ende August dieses nach der Meuterei, findet die Flotte tatsächlich 5 Planeten, die sogenannten Pentagon-Planeten oder Pentagon-Worlds, die sehr, sehr spärlich und karg sind. Und eigentlich will Alexander Kerensky jetzt da weiterfliegen, aber Nicholas Kerensky, also sein Sohn, bedrängt den Vater quasi, sich hier niederzulassen, da er befürchtet, dass sonst weitere Meutereien und Dinge ausbrechen könnten und sie selbst so in ein bisschen einen Krieg verfallen könnten. Ja. Und Alexander Kerensky lenkt dann ein und gibt den Befehl, dort zu landen. Und das ist auch quasi der 24. August, wird von den Clans auch als Tag der Gründung der Clans gefeiert, obwohl es eigentlich noch nicht so weit ist. Aber das ist einfach, die Historie wird ein bisschen verschönt dargestellt, oft in den ganzen Clan-Berichten, sage ich mal. Oder? Das ist... Ja, ich glaube auch, dass es mittlerweile eine gefühlt zerlumpte Truppe ist, die sehr lange unterwegs war, ne? Genau, ja. Wo auch mittlerweile untereinander, also dieser moralische Highground, von dem er da faselt, dass dieser moralischen Charakter mittlerweile auch schon einem ganz drängenden Überlebenswillen, ne? Und einem Wir gegen die auch schon intern gewichen ist, weil das ist ein Irrglaube, dieses Wir lösen uns, genauso wie auch die Kolonisten sich von Europa gelöst haben, nach Amerika gegangen sind und gesagt haben, wir lassen das alte, schändliche, kriegerische Europa zurück, ne? Die europäischen Kriege, wir schaffen eine neue Gesellschaft, indem wir die Urbevölkerung ausrotten, unterwerfen, Sklaven importieren und eigentlich dieselben Kriege fortführen, die in der Heimat genauso waren. Also das ist auch wieder hier zutiefst menschlich, dieses Gefühl, wir lassen das einfach zurück. Dabei liegt ja diese moralische Ambivalenz in den Menschen, in allen Menschen, auch in den besten Menschen. Mhm. Und deswegen konnte das von vornherein auch nicht so funktionieren, wie die Kerenskys sich das so vorgestellt haben. Mhm. Aber auf jeden Fall landen sie dort und eben im gleichen Zug, am Tag der Landung, ruft Kerensky den Sternenbund im Exil aus und möchte dort eben nach dem Vorbild des Sternenbunds dort das aufbauen. Ja, also es ist, war so sein Ziel, dort die 5 Planeten so als neue Heimatbasis zu etablieren. Und In den darauf folgenden Jahren gelingt ihm das auch quasi, weil trotz der harten Bedingungen auf dem Planeten oder vielleicht gerade deshalb wird sehr, sehr viel vorangebracht in dieser Zeit. Es werden auch Scouting-Missionen weitere durchgeführt, noch weiter von der Peripherie weg. Es wird das sogenannte Kerensky-Cluster entdeckt mit Strana Mechti als Hauptwelt. Es werden erste quasi Siedlungs-Efforts in diese Richtung geschickt, aber noch nicht intensiv. Und es wird sehr, sehr viel quasi da losgetreten. Also von 2786 bis 2794 geht es da eigentlich recht gut bergauf. Aber
die Ruhe, es war nur die Ruhe vor dem Sturm quasi. Und 2794 kriegen sich plötzlich Gruppen ehemaliger kapellanischer Kräfte mit einem Anhängern von Haus Davion in die Haare und liefern sich um die Ressourcen einer dieser Pentagon-Planeten ein kräftiges Gefecht. Alexander Kerensky versucht da wieder mit absolut roher, eiserner Gewalt dem einen Riegel vorzuschieben und will quasi gleich beide der Truppen, die sich da bekämpfen, einfach vernichten und auslöschen, schafft das aber nicht ganz, weil dann auch noch weitere Kämpfe hochlodern und Leute quasi so ein bisschen nationalistisch plötzlich werden, ja, die eigentlich mit ihm, mit den guten Vorteilen da mitgezogen sind, aber dann vielleicht doch nicht so dabei waren. Und das hat natürlich den Alexander Kerensky sehr, sehr gestresst vermutlich, ja, weil mitten in diesen Kämpfen, die dann so ausbrechen über die nächsten 6-7 Jahre, im Jahr 2801 verstirbt Alexander Kerensky an einer Herzattacke. Und dieser ganze Krieg hält quasi noch so 20 Jahre weiter, schwelgt er in diesen Pentagon Worlds. Wird auch später bekannt als der Exodus-Bürgerkrieg und da wird quasi gefightet, was das Zeug hält. Ja, ich möchte mal ganz kurz nochmal aufs Ende von Kerensky. Also vielleicht wirkte er auf die Menschen eher wie so ein Picard und in Wirklichkeit war er eigentlich eher so ein Tywin Lannister. Ja, kann sehr leicht sein, ja. Der ja auch nicht vom Herzen ein, zumindest kein grundböser Charakter war, aber einfach das gemacht hat, was aus seiner Sicht notwendig war, um seine Kultur, sein Haus und so weiter zu verteidigen und im Endeffekt dann doch eher zum nötigen Mittel gegriffen hat, auch wenn es wirklich sehr, sehr hart gewesen ist. Ne? Also in der Zeit von diesem Krieg zogen sich auch alle Kräfte, also auch nach dem Tod von Alexander Kerensky, zogen sich alle Kräfte wieder auf diese Pentagon, auf die fünf Welten zurück. Und quasi auf allen dieser fünf Welten brach der Bürgerkrieg aus. Nikolaus Kerensky wollte das dann nicht mehr mit anschauen und hat dann gesagt, okay, alle, die da nicht mehr mitmachen wollen, kommt mit mir mit. Und wir lassen die sich bekriegenden Parteien da auf den fünf Planeten zurück. Und wir fliegen weiter und ruft quasi den zweiten Exodus aus. Und so begab sich es quasi, dass im Jahr 2810 Nikolaus Kerensky mit einem großen Teil eigentlich von Truppen, also die sich Bekriegenden waren großteils eigentlich Zivilisten, also ein richtiger Bürgerkrieg, und einen großen Teil der Truppen und nur sehr wenig, sage ich jetzt, von Zivilbevölkerung, flog mit Nikolaus Kerensky weiter. Was aber wichtig ist, auch sehr, sehr viele Forscher, also Scientists und so weiter, flogen mit Kerensky mit. Und sie flogen in diesen Kerensky-Cluster, der entdeckt worden war, und ließen sich dort mit Strana Mechti als Hauptplaneten nieder. Und Kerensky ruft dann sofort aus und sagt, okay, Sternenbund im Exil, das funktioniert nicht. Wir werden jetzt ganz, ganz genau das aufteilen und ganz genau uns einteilen in Kasten und ruft, legt den Grundstein quasi für die Clans, weil er eben das ganze Gefolge, das mit ihm mitgereist ist, nach ihrer Gesinnung mehr oder weniger in 20 Clans aufteilt. Mit einem sehr strengen Kastensystem. Wobei die Kriegerkaste die anführende Kaste ist, die von einem Khan angeführt werden. Und Nikolaus Kerensky benannte sich selbst zum Ilkhan, der also der Khan der Khane ist. Also der führt alle Clans sozusagen an. Jeder Clan, das wurde so eben so ein bisschen nach Gesinnung und Philosophie auch eingeteilt, folgt seiner eigenen Philosophie, aber alle Clans teilen sich in gewissen Bereiche Güter im Sinne eines, sag jetzt einmal, stark modifizierten Sozialismus. Ja? Mhm. Also es gibt gewisse Güter, die zwischen den Clans einfach so geteilt werden. Es gibt kein Geld mehr oder so, sondern es arbeiten alle für gemeinsame Ziele.
ihres Clans. Und im Prinzip es gibt ja auch eine Händlerkaste und das heißt, es gibt echt kein Geld mehr? Nee, es gibt kein Geld, sondern die Händlerkaste im Prinzip handelt nur, man kann es wieder mit Warenaustausch. Ja? Wobei extrem wertvoll natürlich Dinge sind, wie zum Beispiel genetisches Material, Kriegstechnologien und solche Dinge. Ja? Und da wird regster Austausch geführt quasi. Ja? Wobei sehr, sehr viele von den Kriegsmitteln und Dingen auch durch Kämpfe ausgetragen werden. Ja? Weil nur Krieger, die sich einen Blutnamen erkämpfen, und dadurch sind Kämpfe auch notwendig, ja, sind stimmberechtigt in der sogenannten Konklave eines Clans. Und die Konklave bestimmt im Prinzip alle strategischen Dinge des Clans. Also das hat er im Prinzip so eingeteilt. Und das Lustige ist, es funktionierte auch, ja, weil die Leute waren halt größtenteils Militärs, die konnten sich in so einem sehr, sehr strikten eben Chain of Command und so weiter wiederfinden. Und ja, das hat halt, sage ich mal, viel ausgemacht, wieso viele sich da einfach reingefunden haben. Und auch die unteren Kasten wurden in den meisten Clans nicht schlecht behandelt. Ja. Gibt es einige Clans, die sich da sogar sehr, sehr hervorgetan haben. Ja. Was sind die unteren Kasten? Also alles, was nicht Krieger waren. Händlerkaste, Forschungskaste, Arbeiterkaste und so weiter. Also da gibt es diverseste Kasten. Ne? Ja, das ist ganz interessant. Es gibt ja die Jadefalken-Trilogie, die in dieses Thema ein bisschen eintaucht. Genau. Ich denke mal, die meisten unserer Zuhörer werden die gelesen haben oder interessiert sie einfach nicht. Da geht es ja um den Aiden, von der später den Blutnamen Pride gewinnt, der durch verschiedene Prüfungen rasselt und halt auch seinen Titel als Mechkrieger nicht gewinnt durch Verrat, gefühlten Verrat zumindest. Und der sich dann über die unteren Kasten dann langsam wieder hervorarbeitet und am Anfang auch unglaublich arrogant ist, bezogen auf den sozusagen normal geborenen Clan-Brüdern sozusagen, die er natürlich nicht als Brüder oder Schwester betrachtet, sondern als minderwertig, aber dann doch langsam erkennt, dass auch diese Menschen einen Wert haben und in mancherlei Belangen auch ebenbürtig oder manchmal sogar auch überlegen sind. Also er erfährt eine richtige Wandlung und das finde ich halt auch spannend, weil vorher sind die Clans ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen wie die Borg, aber so eine gesichtslose Masse von gedrillten Kriegern, die auf dem Befehl gehorchen und nur Blut und Kämpfen im Sinn haben. Und langsam aber sicher haben ja dann die Clans in den Romanen auch an Ecken und Kanten gewonnen und auch mehr an Substanz. Das stimmt, ja. Ja, und einiges dieser Überheblichkeit stammt natürlich aus dieser Zeit, wo man eben nur 11 Jahre, nachdem Nicolas Kerensky da mit den Clans weg ist, also 2810 sind die abgerissen, 2821 sind die Clans dann schon eine extrem kampfstarke und geeinte Gruppe. Ja? Und Kerensky erkennt das und sagt, okay, Jungs, jetzt ist Zeit, wir gehen zurück in die Pentagon-Welten, also die 5 Welten, die sich da in den Bürgerkrieg verkniffen haben. Und wir werden die zurückerobern und wir werden die wieder in unsere moralische Struktur eingliedern. Und je 4 Clans bestimmt, die eine der Pentagon-Welten angreifen sollten, sind dorthin gerauscht und die dort Verbliebenen, die sich übrigens noch immer im Bürgerkrieg befanden, also die haben da fleißig weitergemacht, waren komplett... Nur ganz kurz, pro Welt 4 Clans sozusagen. Genau, genau. Also die haben ja schon damals quasi so ein Bieter-Modell gehabt. Also Kerensky hat gesagt, 4 Clans pro Welt und hat dann gesagt, diese Welt steht zur Auswahl. Und dann konnten die Oberhäupter der Clans gegeneinander bieten. Und zwar ist das so ein Unterbieten. Also die bieten quasi, mit wie wenig Mitteln sie die Welt einnehmen können, um möglichst wenig Kriegsmaterial und Personen zu verschwenden. Also das ist und auch zu schädigen. Genau, und auch zu schädigen.
Das ist ja das, was man sagt, so wenn sich hier in der heutigen Welt irgendwelche Herrscher streiten oder irgendwelche Staaten, da sollen sich doch bitte hinsetzen und das Ganze per Schach ausspielen und den Rest in Ruhe lassen, ne? Oder so, oder eine Pokerpartie oder sowas. Genau. Und im Prinzip, das folgt so der Idee nur leicht, nur etwas kriegerischer, wobei es da auch Ausnahmen von der Regel gibt. Genau. Also was damals schon etabliert wurde, ist, ein angreifender Clan kann, wenn er in Schwierigkeiten kommt mit seinem Gebot, immer die Stärke der Truppen auf sein allererstes Gebot wieder zurücksetzen, also vergrößern quasi, und muss aber dann gewisse Konzessionen machen. Und das gilt nicht als so ehrenvoller Sieg, wie wenn er es mit seinem Abschlussgebot schafft. Wohl, das ist so ein Prinzip, was, glaube ich, das stelle ich mir mal ein bisschen schwierig vor, auch in Anführungsstrichen der Realität. Egal welches Buch das war, und dann denke ich mir so auch, ja, wenn ich jederzeit dann doch wieder Truppen nachfordern kann und grundsätzlich mit überlegenen Streitkräften angreife, dann kann ich ja die Schlacht am Ende des Tages nicht verlieren. Und ich glaube, der Ehrverlust durch ein höheres Gebot ist immer noch geringer als der Ehrverlust durch eine verlorene Schlacht oder verlorene Welt oder massiv vielen Truppen, die man dann verloren hat. Das stimmt schon. Es ist eben wieder, ich kann nicht auf alle Truppen zurückgreifen, sondern nur auf mein Erstgebot. Und das ist ja meistens schon gar nicht so schlecht, oder? Naja, in der Folge der Nachfolgekriege werden durch so Einflüsse, aber da kommen wir jetzt fast zu weit, durch gewisse Einflüsse, die Clan-Anführer dazu gedrängt, immer niedrigere Erstgebote abzugeben und vor allem ihre Kampfschiffe wegzubieten, schon ganz am Anfang. Und dadurch ist es nicht mehr so ganz so eindeutig. Also da verschiebt sich dann ein bisschen. Aber zu der Zeit eben ist das Erstgebot meistens alles. Und da gebe ich dir voll recht, da kannst du dann einfach aus dem Vollen schöpfen auch. Ja. Genau. Das ist dann auch also es ist eigentlich dann schwer zu verlieren. Genau, das ist dort auch passiert, ja, weil erstens einmal die dort Verbliebenen, die befanden sich jetzt fast 20 Jahre im Bürgerkrieg, die waren komplett in die Steinzeit zurückgebombt, mehr oder weniger, ja, und wurden überrascht von einfallenden Clans, die plötzlich mit ganz neuen Mechs daherkommen und ganz neuen Technologien teilweise, die extrem organisiert waren, die komplett anders eingeteilt waren, als man das von anderen Battlemech-Regimentern gewohnt war. Und die sind da quasi in knapp einem Jahr einfach drüber gefahren über diese fünf Welten und haben diese komplett zurückerobert. Also am 26. Mai 2022 hat dann der Ilkhan Nikolas Kerensky die Pentagon-Welten als befriedet erklärt. Noch eine Frage zu den Bieten. Du hast gesagt, die müssen auch Konzessionen machen. Also nicht nur der Ehrverlust, sondern auch Konzessionen. Also genau, also meistens heißt das dann, dass die Händlerkaste vor allem dann wieder eintritt, ja, und so einen Deal macht. Ja, ihr bekommt das und das von uns und so weiter, weil wir euch quasi ja unterboten haben, aber und ihr deswegen nicht kämpfen konntet, deswegen gibt es dann so Austausch, Materialaustausch meistens. Ja. Interessant ist halt auch, dass wahrgeborene Klaner später dann auch die Versagen in ihrer Ausbildung oder in den entscheidenden Prüfungen halt in die Kasten nach unten durchgereicht werden. Ich hatte es ja gerade mit Aiden Pride schon mal angesprochen, aber das ist gängige Praxis. Also Aiden Pride war keine Ausnahme, sondern der Regelfall. Wer in der Ausbildung zum Krieger nicht verstarb oder es schaffte, bevölkerte die unteren Kasten, gerade die Wissenschaftlerkaste zum Beispiel, aber halt auch die Händler und andere wurden oder werden auch zu einem beträchtlichen Teil von gescheiterten, wahrgeborenen Kriegern bevölkert. Mhm. So ist es, ja. Ja, und eben am 26. Mai 2022 ist eben dieser Befreiungstag, wird auch von den Clans als Befreiungstag gefeiert. An diesem Tag gibt es normalerweise keine Kriegshandlungen auch, ist ganz lustig. Und natürlich gab es aber dann auch nach dieser Befriedung noch einige, sage ich jetzt mal, Opposition zu den Clans, ja, die halt gesagt haben, oh, was macht ihr da jetzt, und ist aber nicht so unser Ding, ja. Und da zeigte sich wieder, dass Nikolas Kerensky der Sohn ist vom Alexander Kerensky, denn alle diese Opposition wurde einfach mit Clantruppen mit absolut brutaler Hand einfach ausgelöscht, ja. Was ging so weit, dass einige der Clan-Khans sich sogar ein bisschen gedrängt zeigten und
Und da irgendwie gesagt haben, naja, muss das wirklich sein? Und einer der ersten, der da quasi sich auf ein bisschen auflehnte, war der Khan der Jahrefalken. Und der wurde aber sofort von seinem Sakhan, das ist so der Stellvertreter im Prinzip, exekutiert und als Geschwür bezeichnet gegen die Clan-Philosophie. Und er hat so quasi dieses Geschwür entfernt. Nikolaus Kerensky hat dann sofort gesagt, super, du bist der neue Khan. Also das ging da so ein bisschen hin. Aber dann passiert es tatsächlich, dass kurz darauf der Clan Wolverine und sein Khan gesagt hat, nee, so geht's nicht weiter, das ist alles ein bisschen zu viel für uns, wir machen eine Demokratie. Und da das Ganze ja eher ein bisschen sozialistisch und halt durch Nikolaus Kerensky auch diktatorisch geführt wurde, das Ganze, und zwar eine gewisse Abstimmungsdemokratie in einer Konklave herrschte, aber nicht so tatsächlich, war das natürlich allen ein Dorn im Auge, weil die Clan Wolverine Khan hat im Prinzip gesagt, wir machen Demokratie, jede Kaste kann mit abstimmen und das kommt dann und so weiter. Also das war. Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert, wenn du das so erzählst, an den Stalinismus? Absolut, ja, genau. Ja, Nikolaus Kerensky als der Oberste, hier der Generalsekretär, der hat dann sein Zentralkomitee um sich herum. Und da gibt es dann auch schon so ein bisschen Wahlen und so weiter, aber im Endeffekt ist es doch eine ganz klare Pyramide, an deren Spitze halt der große sozialistische Führer jetzt in diesem Fall dann halt steht, ne? Mhm. Und auf dessen Geheiß dann auch mal Leute über die Klinge springen. So ist es. Und so passiert es dann auch mit dem Clan Wolverine. Denn Nikolaus Kerensky ruft dann ein sogenanntes Trial of Annihilation aus. Und das bedeutet, dass ein Clan eben gegen die Clan-Philosophie verstößt und von allen anderen Clans gemeinsam ausgelöscht wird. Und das haben sie auch wirklich durchgezogen. Also der Clan Wolverine und alle seine Anhänger, Zivilpersonal, was immer da war, wurde komplett ausgelöscht. Also wirklich. War das nicht Betrayal of Ideas? Der Betrayal of Ideas war das, genau. Das Buch von Blaley Pardo, ne? Genau. Das habe ich sogar auch gelesen. Ja. Und ging sogar so weit, dass dann vom großen Clan-Konklave, also wo alle Clans zusammenkommen, gesagt wurde, das Aussprechen des Namens Clan Wolverine wird mit dem Tod bestraft. Und deswegen wird dieser Clan nur noch als der Clan, dessen Name nicht ausgesprochen wird, genannt. Also so ein bisschen Voldemort-mäßig. Wobei das echt, also gerade die Wolverines haben ja auch diese Kasten durchlässiger gestaltet. Die wollten das nicht so rigoros machen und sie waren auch erfolgreich damit, absolut, weil die Kasten dadurch sich, die Niederen in Anführungsstrichen, sich gleichgestellter fühlten, motivierter waren. Genau. Sie haben die erste moderne ERPPC, glaube ich, sogar erfunden. Mhm. Also die Clan-ERPPC. Sie hatten die ersten Mech-Designs wieder neu entworfen und dergleichen. Und die hatten halt wahnsinnig Erfolg, aber haben damit natürlich dann auch den Neid der anderen Clans auf sich gezogen. Und da gab es dann halt gerade der Clan Widowmaker, der sich dann angegriffen fühlte oder bedroht fühlte und dann hinter den Kulissen intrigierte. Genau so ist es. Ja. Es ist ja auch teilweise, wird ja auch gemunkelt, dass also so im Jahr 28, 22 auch hat das Kerensky auch die Clans immer mehr so strukturiert und hat mit diesem genetischen Brutprogramm für Krieger quasi angefangen, ja, wo eben die besten Gene für Krieger hergenommen wurden, um Krieger im Prinzip im Reagenzglas zu zeugen, ja, in sogenannte SIPCOs einzuteilen und einen direkten Kriegsprogramm zuzuführen und so weiter. Und es wird auch quasi, ist nirgends richtig bestätigt, aber es wird auch gesagt, dass eben auch viele dieser gentechnischen Errungenschaften vom Clan Wolverine stammen. Also. Weil eben gerade die Forscherkaste, ja, halt sehr, natürlich sind sehr gebildete Leute, die möchten natürlich gern mitbestimmen, ja, also die waren natürlich da sehr angetan davon. Ein bisschen besser, unter Anführungszeichen, innerhalb der Clan-Strukturen hat das ein bisschen Clan Wolf gemacht, weil die haben zwar auch ihre unteren Kasten quasi
sehr, sehr gut behandelt und ihnen ein Gefühl der Mitbestimmung gegeben, weil sie sie halt immer wieder befragt haben, aber sie haben es halt ganz anders dargestellt, ja. Also, und haben sich damit in den Grenzen, was Kerensky vorgegeben hat, einfach bewegt, ne. Und deswegen hat sie eben 2822 bis 2832, also so 10 Jahre lang, ist eben wirklich diese komplette Umschichtung passiert, und wo eben die Brutprogramme, die SIPCOs und die Krieger immer mehr hervorgehoben wurden auch, ja, und wo das wirklich komplett innerhalb dieser Clanstrukturen verfestigt wurde. Was sind SIPCOs? Eine SIPCO ist im Prinzip Sibling Company, Geschwisterkompanie. Genau, also, Da werden quasi eben Krieger im Reagenzglas erzeugt, ja. Und damit man halt nicht zu viel macht auch, ja, gibt es eben so eine Einteilung, und jedes Jahr 1 bis 2 dieser eben Sibling Companies, die dann zusammen aufwachsen und zusammen in die Kriegsprogramme eintreten, die Ausbildung machen und so weiter. Ist ziemlich brutal auch, also viele dieser Kinder in den SIPCOs werden so weit trainiert, dass also manche das einfach auch nicht überleben. Ja, also das ist ein ziemlich brutales Einhergehen, sage ich mal. Ja, was ich übrigens, wo du SIPCO und so, wo wir bei den Begrifflichkeiten sind, was ich bei den Clans immer schon inkonsequent fand vom Storytelling her, sie mögen ja liederliche Sprache nicht, Abkürzung und so weiter, ne? Sagen aber Neck für Negative und sagen Franik für oder Quiet für Question, Affirmative und so weiter. Und auch SIPCO ist eine Abkürzung und eine Verkürzung. Also irgendwie, da haben sich die Autoren, entweder haben sie gesagt, Menschen sind per se unlogisch, und das geben wir den Clans halt mit, ne? Das wäre natürlich ein schöner Twist. Oder einfach, sie haben damals sich von 12 bis mittags gedacht, als sie geschrieben haben. Da müssen wir mal jemanden fragen, der das gemacht hat. Sage mal, dein kurze Exkursion, dein Buchschreibermann, willst du den nicht mal fragen, ob der mal Lust hat? Der Blaine Lepardo? Ja, lad den doch mal ein. Oh, weiß ich nicht, ob der dafür Zeit hat. Der ist gerade sehr involviert. Der schreibt ja gerade eine ganze Reihe von Büchern. Ja, da hat er bestimmt mal eine Stunde. Frag mal. Müssten wir dann aber alles halt dann natürlich auch in Englisch dann machen, ja, ne? Ja, gibt's mal einen englischen Podcast, ne? Ja, die Idee ist gut. Also versuchen sollte ich es auf jeden Fall mal. Das ist eine gute Sache. Also ja, es gibt ja schon wieder ein bisschen neue News bezüglich seiner Bücher, und er hat es ja nochmal bestätigt, dass ich, und das ist für mich ganz skurril, als ein doch tragender Charakter in einem der großen Lore-Bücher, also die Hauptstory vorantreiben, werde ich vorkommen, aber als Claner. Jetzt bin ich seit 1994 Kuritist, und auf einmal würde mein Name für einen Clan Navy Offizier, also Marineoffizier dann, also nicht Schiffe, sondern Raumschiffe, dann auftauchen. Und ich hoffe nur, dass ich die Nachbearbeitungsphase überstehe, denn es ist noch nicht ganz klar, weil wenn jetzt der Editor, der Redakteur, der das bearbeitet, sagt, Oliver Hake, was ist das für ein doofer Name, den schreibe ich um oder tausche ich aus gegen Max Mustermann, dann habe ich natürlich immer noch Pech gehabt. Das ist so noch ein Damoklesschwert. Ja, okay, sorry. Zurück zur Geschichte. Im Prinzip da die nächsten, eben diese 10 Jahre wird da ziemlich zusammen strukturiert etc., und 2832 erklärt dann der Khan das vom Clan Wolf einen Disput mit dem Clan Widowmaker, weil er eben sagt, naja, die Widowmakers, die haben sich da bei dieser Annihilation vom Clan, dessen Name nicht ausgesprochen wird, ein bisschen bereichert und so weiter, und hat quasi gesagt, sie wollen ein Trial of Refusal machen, also ein sanktioniertes Gefecht. Und die haben sich da eben bekriegt miteinander, sanktioniert auch, also der Kerensky hat gesagt, okay, Trial of Refusal, das ist in unseren Regeln drinnen, das machen wir. Dort ist euer Kampfschauplatz hin und ihr könnt euch jetzt bekriegen. Ne? Was die jetzt allerdings gemacht haben, als alle Mechs zerstört waren quasi von den Truppen, die sich da angegriffen haben, haben sie im Prinzip angefangen, sich mit Schwertern und Pistolen weiter zu bekriegen. Ja? Sind also quasi aus den Mechs ausgestiegen und haben dann einen ganz normalen Bodenkampf angefangen. Und Kerensky hat irgendwie gesagt, ne, das macht absolut keinen Sinn, wenn alle Mechs zerstört sind, ist das vorbei. Ja. Ist in sein Raumschiff und zu dem Planeten geflogen und hat ihm gesagt, das mache ich da ein Ende, weil das geht so nicht.
und landete dort und ist im Prinzip einfach arrogant, wie er war, ja, auf das Schlachtfeld marschiert und wurde dort versehentlich vom Khan von Clan Widowmaker erschossen. Und das war damit das Ende von Nicholas Kerensky. Das hat natürlich. Gibt es davon eine Geschichte? Oder wie das genau passiert ist? Du meinst einen Roman? Oder Beispiel, ja. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist so ein bisschen, die Clans sind ja quasi nachträglich erst befüllt worden. Also sie haben. Ich kenne es nur aus quasi Quellenbüchern. Einen richtigen Roman zu der Zeit kenne ich jetzt nicht. Sie kommen so nach und nach und immer mal wieder. Also das Gute ist, die Herren bei Faser und auch jetzt bei Catalyst in den USA setzen sich zusammen und skizzieren eine sogenannte Outline, also eine Außenlinie für die Handlungsstränge. So, und die ist fix. Und innerhalb dieser Outline dürfen dann die verschiedenen Autoren nach Anweisung dann halt ihre Romane oder halt auch Quellenbücher oder Szenariobücher schreiben. Und dadurch ist das Battletech-Universum sehr in sich stimmig, ne? Natürlich mit allen Wohl und Wehe von Science-Fiction und ausgedachten Lore, ne? Aber im Vergleich zu vielen anderen Universen muss man sagen, ist es recht stringent. Und so nach und nach erscheinen jetzt immer mal wieder auch Romane, die gerade zu der Clan-Zeit existieren und die halt zu dem passen, was wir halt sonst auch über sie gelesen haben. Genau so ist es. Ne? Ja, und die anderen Clans waren natürlich nicht erfreut darüber, dass jetzt ihr Ilkhan Nicholas Kerensky, den sie ja fast schon als Heiland verehrt haben, da einfach erschossen wurde, obwohl es versehentlich war, aber das haben sie ignoriert, haben sie gesagt, okay, wir treten alle in diesen Konflikt ein und haben im Prinzip alle Kriegsassets vom Clan Widowmaker ausgelöscht, haben jetzt aber nicht so wie beim Clan Wolverine den ganzen Clan ausgelöscht, sondern wirklich halt alles, was an Kriegsmaterial da war von den Widowmakers, haben sie vernichtet. Und die da interimsmäßig gewählte Clan-Chef quasi von den Widowmakers, weil den Khan haben sie natürlich gleich umgelegt, hat dann sich ergeben, bedingungslos. Und die verbleibenden Truppen und die zivilen Kasten von Clan Widowmaker wurden dann an Clan Wolf weitergegeben und in diesen in Clan Wolf absorbiert, weil eben die anderen Clans gesagt haben, ja, die Clan Wolf hat dieses Trial of Refusal zu Recht angefangen, ja. Also sollen sie auch als Gewinner die Lorbeeren ernten und quasi das alles vom Clan Widowmaker einkassieren. Ja, deswegen sind ja. Clan Wolf war mit einem Schlag der größte der Clans. Ja. Also, das war, Plot Armor. Genau. Und so ist dann auch die Black Widow, die Natasha Kerensky gewissermaßen nicht dazugekommen, die ist ja deutlich später erst geboren worden, aber das sind sozusagen unter anderem ihre Wurzeln. Genau, weil der Clan Wolf sich in dem Zug auch den Blutnamen Kerensky gesichert hat. Ja. Also das ist auch nicht ganz unerheblich. Was auch total gute Idee ist, wenn man undercover in die Sphäre geht, um sie auszukundschaften. Genau. So ja, aber das hat ja keiner mitgekriegt dann. Das war ja so gut, dass das keiner gemerkt hat. Ja, das ist so, als wenn du, keine Ahnung, 39 einen Spion nach Großbritannien schickt und der nennt sich Hitler. Ja, kann man machen, ne? Ja, genau. Wir haben einen neuen Bürger in Berlin 1949 und der heißt Stalin. Johann Stalin. Ja. Genau. Ja, ja, Johann Stalin und Christian Hitler. Nach diesem quasi Konflikt, die nächsten fast 100 Jahre, also bis 2930, ist jetzt nicht wahnsinnig viel Material vorhanden. Was allerdings feststeht in diesen fast 100 Jahren, ist die Clan-Kultur so richtig gelebt und ausgedeiht worden. Ja, also man hat sich jetzt nicht nur, weil der Kerensky weg ist, angefangen zu bekriegen, sondern hat einen neuen Ilkhan gewählt. In vielen Fällen war das einer von Clan Wolf in den 100 Jahren. Ja. Wieder ein Schelm, wer da Böses denkt. Ne? so hat wirklich die Kultur und auch den wissenschaftlichen Fortschritt massiv vorangebracht. Im Jahr 2854 zum Beispiel wurde der Omni-Mech entwickelt durch Clan Coyote und Clan Seafox. Und die waren die größten Verbündeten von Clan Wolf.
Also das hat natürlich dem sofort geholfen und die hatten eben diese Omnimechs, die zu dieser Zeit natürlich wahnsinnig cool waren, ja, und auch längere Zeit noch genauso cool bleiben durften. Ja. Aber es dauerte fast bis 2873, bis sich der letzte Clan, nämlich Clan Ghostbear, auch das Recht auf die Omni-Technologie sichern konnte. Also es gab da immer wieder so kleine Gefechte. Das waren aber meistens wirklich sehr kleine, sehr beschränkte Gefechte, wo sich die Clans ausgemacht haben, wer darf was haben und wer wo und so weiter. Also das war aber alles eben in diesem Ehrenkodex festgeschrieben und oft waren es sogar nur einzelne Sterne, also 5 gegen 5 Mechs, die sich da bekriegt haben und so weiter. Also es war sehr, unter Anführungszeichen, in ihrem Denken zivilisiert, ja, was da abgelaufen ist. Und ein weiterer größerer Schritt war natürlich die Erfindung der Kampfanzüge, also oder der Elementare. Elementare, ja. Nennt, die tatsächlich Clan Wolf erfunden hat, nämlich 2868. Wie unerwartet. Ja, eben, da wird auch wieder gemunkelt, dass da viel vom Clan Widowmaker drinnen steckt. Aber ja, das ist halt so. Was darunter und natürlich hat man das auch sofort versucht, in seinen genetischen Brutprogrammen umzusetzen, um eben wirklich Krieger zu erzeugen, die diese Kampfanzüge noch besser machen. Ja, also das war natürlich auch mit ein sehr großer Schritt. Und es wurden sehr, sehr viele Technologien, die eigentlich von den SLDF mitgenommen wurden, ja, extrem weiter verbessert. Also man hat aus den normalen SLDF-Reaktoren, die ja schon viel besser waren, als was dann die innere Sphäre hatte, als die Clans eingefallen sind, hat man XL-Reaktoren gemacht, also ultraleichte Reaktoren mit sehr, sehr guter Signatur und sehr guten Eigenschaften. Man hat Endostahl-Strukturen erfunden, um Mechs noch leichter zu machen und noch mehr Waffen drauf zu packen können. Man hat Ferrofiber-Armor erzeugt. Ja, obwohl man muss sagen, es gab diese Technologien zum beträchtlichen Teil schon im Sternenbund, nur man hat sie verbessert, genau, während sie in innere Sphäre verloren gingen. Man hat sie wesentlich verbessert noch. Also XL-Reaktoren waren sehr anfällig noch auch zu SLDF-Zeiten und die Clans haben die also wirklich so hingebaut, dass da man sehr, sehr wenig Probleme damit hatte. Endostahl und Ferrofiber-Armor waren teilweise sehr groß und klobig, obwohl sie sehr leicht waren und die haben es halt noch verbessert, indem sie sie miniaturisiert haben und kleiner gemacht haben. Und eine der größten Erfindungen waren natürlich die Clan-Zielcomputer, ja, die es eben erlaubten, über wesentlich weitere Entfernungen gut zu treffen, als dass die innere Sphäre oder auch die SLDF vorher konnten. Also das waren wirklich, sage ich mal, ja, ganz ganz, ganz herausragende Errungenschaften, die sie da gemacht haben. Aus wie viel Personen bestand denn ein Clan? Also abgesehen vom Clan Wolf, der ja anderthalbfach so groß war. Das ist nicht genau festgelegt, weil die haben sich natürlich auch in diesem ganzen Kerensky-Cluster dann ausgebreitet. Und wie man weiß, wenn was Menschen wirklich gut können, ist sich vermehren. Ne? Ja. das war eine über 100 Jahre. Und man weiß ja auch zum Beispiel, wir haben uns jetzt hier auf der Erde in den letzten 100 Jahren sagenhaft vermehrt. Ja? Das heißt, wenn es den Leuten gut geht, und das war ja auch so, eben die Clans selbst haben das als das goldene Zeitalter bezeichnet, ja? Dann vermehrt man sich besser. Und aber natürlich ist es nicht eigentlich, wenn es einem schlecht geht, verbessert sich besser? Dann geht es ja genau umgekehrt. Weniger Leute überleben. Ne? Ja, aber also die Strategie, sich zu vermehren, ist in schlechten Zeiten gut, aber weil die Chance verteilt wird, dass doch wer überlebt. Ja. Aber ich meine mit schlechten Zeiten vor allem eben auch so Dinge wie, wenn du wirklich Hungersnot hast, dann überleben nicht viele Leute. Ja. So wie es in den Pentagon Worlds zuerst war. Ja. Wenn du Seuchen hast und solche Dinge, dann hast du ein Problem. Ja. Also ich denke mal, das wird schon eine Millionenbevölkerung sein, über mehrere Planeten hinweg und so, ne? Absolut, also das war definitiv auf jedem Planeten mehrere Millionen von Leuten irgendwann, ne? Aber von der Größe des Militär, des Clan-Militär selbst zusammengefasst, ist bei weitem nicht so groß wie das der inneren Sphäre und das war ja auch der Punkt, warum die innere Sphäre überhaupt eine Chance hatte in 30, 49 und in Folgejahren. Die Claner waren darauf angewiesen, schnell hart zuzuschlagen und sozusagen im Blitzkrieg alles niederzuwerfen. Sobald sie gezwungen waren, längere Feldzüge zu führen,
kamen ihre Nachteile oder ihre Schwächen halt zutage. Und auch wieder eine interessante Analogie, weil solche Konflikte hat es natürlich in der Realität auch gegeben. Vietnamkrieg, Truppen waren halt wesentlich kleiner, waren War of Attrition. Du hast auch das Risiko bei der zweiten Operation, hier zweiten Irakkrieg von den Amerikanern. Die haben ja auch mit einer verhältnismäßig kleinen Truppe angegriffen und natürlich Zweite Weltkrieg. Die deutsche Seite war nicht auf lange Kriege ausgerichtet und musste den dann folgerichtig im Endeffekt verlieren. Ne? Und das haben die in das Ferler irgendwann mal spitz gekriegt und haben eben versucht, den Clanern diese langen Guerillakriege und aufzudrängen und sie damit dann halt abzunutzen. Ja, so ist es. Ja. Und das war einfach dann so, also eben bis 2980 war das wirklich absolut das goldene Zeitalter, da war wahnsinnig viel los. Dann ist man irgendwie so am technologischen Zenit auch angestanden und auf dem, was so die Clankultur bieten konnte. Und dann beginnt sich natürlich wieder so ein bisschen das Game of Thrones zu drehen. Ne? und man spricht dann eher vom politischen Zeitalter, das dann gekommen ist, weil die Clans sich dann auch immer mehr gespalten haben, nämlich in Clans, die so im Sinne der Bewahrer, also Warden-Clans waren und gesagt haben, okay, die innere Sphäre muss man beobachten, aber und wenn was schief läuft oder so, dann kann man ja angreifen oder ihnen helfen sogar, ja. Aber man soll jetzt nicht aktiv eingreifen, weil soweit ist die innere Sphäre noch nicht. Und dann gab es die Fraktion der Kreuzritter, also Crusader-Clans, die gesagt haben, okay, das ist alles ein Blödsinn, was ihr da sagt. Wir müssen jetzt sind wir stark, jetzt sind wir absolut am Zenit unserer Technologie und allem. Es ist jetzt Zeit, wir kehren in die innere Sphäre zurück, um dort die Clankultur reinzubringen und greifen die an. Und tatsächlich ist es also im Jahr 2980, als der Khan vom Clan Jadefalken gesagt hat, okay, liebe Clan-Konklave, ich bringe den Antrag ein, Rückeroberung der inneren Sphäre. Das wurde dann ganz knapp vom Clan Wolf und Clan Coyote, die eben Bewahrer-Clans waren und deren Anhänger-Clans abgewiesen. Aber in den folgenden Jahren hat es der Clan Jadefalken immer wieder probiert. Also jedes Jahr zur großen Clan-Konklave hat man diesen Antrag eingebracht. Und das ist so 20 Jahre dahingegangen und tatsächlich im Jahr 3000, ja, also Millennial, wieder mal, hat man sich dann darauf geeinigt, okay, vielleicht wird es ja Zeit, dass man mal die innere Sphäre angreift, aber wir müssen jetzt zuerst mal wirklich feststellen, was da in der inneren Sphäre abläuft. Und hat sich darauf geeinigt, dass man eine Gruppe zusammenstellt, die hauptsächlich aus Freigeburten, also aus nicht genetisch gezüchteten Kriegern bestehen soll. Und man sendet die in die inneren Sphäre, um zu spionieren. Und das geht am besten als Söldnertruppe. Wir nennen die Wolf-Dragoner, weil sie hauptsächlich vom Clan Wolf gestellt werden. Und die sollen Daten und Kampfkraft der inneren Sphäre ermitteln, um eben das einmal festzustellen und das an die Clanwelten kommunizieren. Und das war natürlich ein ganz spannender Zug. Und nenn eine ihrer schillerndsten Personen Johann Stalin, Natascha Kerensky. Genau. mit von der Partie Natascha Kerensky als eine der wenigen, die genetisch gezüchtet wurde, also und einen Blutnamen hat. Ja. Sehr, sehr viele in dieser Truppe hießen Wolf, ja, weil das, wenn du Krieger im Wolfsclan wirst und keinen Blutnamen hast, dann heißt du Wolf quasi. Jon Snow-mäßig. Also, genau, Jon Snow-mäßig und damit auch der Anführer der Truppe, also Jamie Wolf, der im Prinzip ein Freigeborener. Wie hieß denn sein Bruder nochmal? Weil es waren ja zwei, Jamie Wolf und warte, ich gucke gerade mal nach. Ja. Da habe ich jetzt wieder eine Frage aufgeworfen. Die waren ja zu zweit, haben das ja, ne? Genau. Ich habe es jetzt vergessen. Günther. Genau, Günther Wolf. Der verarscht mich doch jetzt, oder? Nein, wir verarschen ihn nicht. Der hieß Nein, Joshua. Joshua Wolf hieß er. Ah, okay, Joshua, ja, okay. Wolf, genau. Ja. Und der hat gerne an den Joshua Tree gepinkelt. Genau. Und in den ersten Jahren waren die Wolf-Dragoner also wirklich sehr, sehr
kommunikativ und haben immer wieder an die Clans zurückgesendet, was halt so passiert und was so los ist in der inneren Sphäre. Und das hat die ganzen Sympathisanten der Kreuzritter umso mehr angestachelt, weil genau natürlich in den Jahren so zwischen 3000 und 3040, wo die Wolfdragoner sehr, sehr aktiv waren, waren natürlich die letzten Nachfolgekriege im vollen Gange. Ja, da war dann, wie wir im letzten Podcast ja auch gehört haben, dann auch der Krieg mit Hanse Davion etc., die ganzen Dinge, die da abgelaufen sind. Und das haben sie natürlich alles zurückberichtet an die Clanwelten. Und die haben dann gesagt, ja, das sind noch immer die gleichen Idioten, da werden auch noch mal 100 Jahre nichts ausrichten. Ja. So, und wir müssen da jetzt eingreifen. Also das hat den Kreuzrittern immer mehr in die Hand gespielt und immer mehr die konservativen Bewahrer-Clans zurückgedrängt. Und also die sahen sich immer mehr dazu bewegt quasi, dass sie da ja, eingreifen. Aber es war noch nicht ganz so weit. Aber was dann auch noch ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis war, im Sommer von 3048 taucht plötzlich das Erkundungsschiff Outbound Light über dem Heimatplaneten der Jadefalken auf. Und das ist ein Sprungschiff von Comstar, das im Prinzip von Comstar einfach rausgeschickt wurde in die Peripherie, um mal zu sehen, was da draußen so ist. Also Comstar hatte das sehr, sehr viel einfach gemacht, weil sie auch eigentlich wollten die schauen, was es so an Piratenstaaten da draußen gibt und wo man Leute rekrutieren kann, so nach dem Motto. Und plötzlich sind sie da mitten im Clan-Cluster, im Kerensky-Cluster von Sternen aufgetaucht und natürlich zielsicher, wie sie sind, über dem Heimatplaneten einer der Crusader-Clans. Und der Jadefalken-Khan zu der Zeit, Leo Showers, hat natürlich alle Daten, die da auf dem Sprungschiff waren, sofort konfisziert und alles eingeheimst, hat die noch ein bisschen manipuliert, weil man will ja nicht alles ganz wahrheitsgemäß ausrichten. Und was hat er manipuliert? Ja, die Informationen hat er halt so dargestellt, dass die innere Sphäre noch ein bisschen schlechter ausgeschaut hat. Ne? Und, noch schlechter. Und so quasi, ja, die brauchen jetzt wirklich Hilfe, ja, so nach dem Motto. Also alles, was zum Beispiel Hanse Davion, dieser Zusammenschluss Davions und Steiners und so weiter, das hat er alles weggelassen im Prinzip auch. Also er hat nicht nur manipuliert, sondern einfach Sachen auch weggelassen. Weil das hätte man ja verstehen können, als die raufen sich jetzt gerade zusammen. Ne? Und solche Dinge, also das hat er einfach ja, gekickt quasi aus den Informationen. Und ist damit in die große Konklave und hat quasi gesagt, ich habe dieses Sprungschiff erobert, ole ole, ich bin der Beste und ich habe die ganzen Informationen. Und wurde dann vom großen Konklave zum Ilkhan gewählt. Also und damit war erstmals ein Kreuzritter Ilkhan der Clans und quasi der Anführer. Und hat ihm gesagt, okay, er ruft als Ilkhan die sogenannte Operation Revival auf und und fällt jetzt einmal in die Peripheriestaaten ein, weil eben gab es so ein paar kleine Peripheriestaaten. Die löschen wir einfach mal kurz aus, ja, und bereiten die Versorgungswege vor, um die Eroberung der inneren Sphäre zu beginnen. Und die anderen Khans haben dann schon so viel Sympathie dafür gehabt, dass sogar eben einige der Bewahrer-Clans geflippt sind und gesagt haben, okay, Ilkhan, Leo Showers, du hast recht, wir müssen jetzt wirklich da rein in die innere Sphäre und damit quasi die Invasion der inneren Sphäre Programm. Was sie ein bisschen verwundert hat zu der Zeit war, dass sie schon ein, zwei Jahre plötzlich nichts mehr von den Wolfdragonern gehört haben. Und so ging das Ganze dann, die Invasion quasi hat dann ihren Lauf genommen. Ja, das war so die Geschichte der Clans bis zur Invasion quasi. Eine sehr, sehr schräge Geschichte, wie ich finde, weil man teilweise deutlich erkennt, dass man eigentlich hinten angefangen hat mit der Geschichte. Also man hat ja im Prinzip zuerst mal die Clans erfunden, wie sie sind, also mit diesem Kastensystem und gezüchtete Krieger und wahnsinnige Technologie.
und hat dann die Historie ja im Prinzip dann gelockert. Ne? Ja, dafür ist es ja ganz gut geworden, muss man wirklich sagen. Ne? Und was man halt irgendwie gebraucht hat, das war so Anfang, also um 1990 herum, als die Clans dann im Lore von Battletech aufbrauchten, einfach mal einen Tempowechsel, weil vorher war ja die Nachfolgekriege, 300 Jahre nahezu Stillstand, auf einmal die geniale Heirat zwischen Hansa Davian und Melissa Steiner. Das Federated Commonwealth war geboren, damit der Superstaat, und im Endeffekt wäre es nur noch eine Frage der Zeit gewesen, dass sie das alles wieder vereinen, dann hätte es einen unter Davian und Steiner Herrschaft einen neuen Sternenbund gegeben, der wahrscheinlich dann irgendwann bei einer nachfolgenden Generationen irgendwann wieder zerbröselt wäre, dann wäre es wieder von vorne losgegangen. Und klug war es halt, dass die Erfinder von Battletech relativ früh schon diese Sache mit Kerensky und den Wolf's Dragoons erfunden haben, um dann diese Spitzer, diese Bedrohung im Hintergrund halt einzubauen und die Clans dann wie die Borg über die innere Sphäre als erstmal namenlose oder gesichtslose Invasionsstreitmacht dann eingefallen sind. Und am Anfang in dem ersten Buch, Heritage, ne? Tödliches Vermächtnis, sind die in der Sphäre hier noch nicht mal sicher, ob es nicht vielleicht Aliens sind, also nicht Menschen sozusagen, ne? Genau. Und das war vor dramaturgisch gesehen, war das total spannend und auch mit diesem Clan-System und mit diesen Bondsmen, also den, wie heißt die auf Deutsch? Ja, ich bin auch jetzt gerade total getrimmt, also dass sie dann Mensch. Bondsman, das sind doch dann die James Bondsman, genau. Nein, Kingsman. nein, dass sie dann sozusagen, ich hätte jetzt beinahe gesagt Mündel, aber das trifft's nicht. Ich komme jetzt echt nicht auf den deutschen Begriff. Also der Fallen Kell war ja auch einer davon, ne? Der wurde ja dann sozusagen als Clansmann, als ja nicht Sklave, sondern als wie auch immer genommen. Leibeigner, das war das Wort. Dankeschön. Als Leibeigner genommen und hat sich ja dann auch seinen Weg in den Clan in höchste Weihen dann sozusagen hochgearbeitet. Und das war schon so eine komplette, so eine disruptive Energie in die Geschichte geschossen, die dem Battletech-Lore auf jeden Fall dramaturgisch total spannend gemacht hat, aber vom Balancing total zerschoss. Na, ja, sie hätten sie halt stärker machen können durch praktisch normal, also nicht dreifach. Ich schätze mal, sie sind dreifach. Man sagt, in Tonnage gesehen haben wir damals immer gesagt, 30, 25 NSFR-Maschinen zu Clan-Maschinen 3 zu 1. Also man musste dreimal so viel mindestens haben, um eine Chance zu haben. Weil es sind ja nicht nur die Geschwindigkeit der Maschinen, die Waffenreichweite, Und es sind ja auch die Würfelwerte durch die Pulslaser, durch die Klaner-Piloten, durch den Targeting-Computer. Und der Schadensausput ist im Schnitt einfach wesentlich höher. Ne? Genau, also man kann sagen, sie hätten es mal nur 1,2-fach so stark machen sollen. Genau, so besser organisiert. Aber die Technologie nicht so hochschrauben, dann wäre das ja, weiß die gleiche spannende Sache gewesen. Es war natürlich dramaturgisch cool, insofern, weil man natürlich nach Wegen suchen musste, die Clans wirklich schwächer zu machen im Prinzip. Ja? Um zum Beispiel, man bietet den Clans, weil die haben ja wirklich geboten, ne? Und man bietet denen nur Kämpfe an auf Gelände, wo sie den Reichweitenvorteil nicht ausspielen können. Ja? Oder man versucht sie irgendwie in Hinterhalte zu locken, ja. Die Clans haben am Anfang ja im Prinzip ähnlich wie das ja im Draconis-Kombinat üblich war, gesucht, nur 1-zu-1 genau. Kämpfe ausgeführt. Ja. Wieder gesucht und die innere Sphäre dann im Prinzip Focus-Fire angefangen zu machen. Ja. Und all diese Dinge hat man versucht eben auszunutzen. Also man hat da wirklich gezielt versucht, Schwächen in den Clans zu finden. Und das finde ich jetzt dramaturgisch schon super. Beim Brettspiel ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Weil man muss natürlich aufpassen, dass man, wenn man jetzt Szenarien baut, auch auf der Platte eben nicht, wenn man dann eine Schneise macht, wo man zuerst mal 2 Kilometer über offenes Feld
Hexe muss, ja. Dann kann man auch mit der fünffachen Kraft angreifen. Ja. Das ist eine Shooting Range für Klaner, ne? das ist dann komplett sinnlos, ne? Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig und ist nicht leicht auszugleichen, aber das hat natürlich auch seinen gewissen Reiz und ich glaube genau diese... Haben sie auch total geschafft. Also ich war damals wie alle anderen total gefesselt von dieser Trilogie, die Blood of Kerensky Trilogie, und da hat man sich auch gesagt, oh mein Gott, wie können die das nur aufhalten und so weiter, und man konnte wirklich, also man kann über Michael Stackpole, der die Bücher geschrieben hat, sagen, was man will, aber er hat damals wirklich essentiell geile Grundgerüstromane für Battletech geschrieben, von denen wir heute noch profitieren. Genau. Und wir werden das nächste Mal sehr sicher dann die weitere Geschichte uns aufs Korn nehmen. Also genauso eben diese Invasion der inneren Sphäre. Und das ist eine sehr spannende Zeit, über die wir wieder sehr viel Material haben, weil das ist natürlich alles dann jetzt in den Romanen aufgearbeitet, ne? Und vor allem gibt es sehr, sehr viele Romane. Also es gibt ja diese, ich nenne sie immer Story-Arc-Romane, ja, die es in der Zeit hauptsächlich der Stackpole geschrieben hat, ja. Es gibt aber eben genauso viel Romane rundherum, ja, über die Wolf-Dragoner, über die Jade-Falken, aber auch über die Kapellaner, über das eben Draconis-Kombinat und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Romane auch drumherum, sogar über Söldnertruppen, ja. Wie heißen die noch schnell? So kleine Söldnertruppen und so weiter gibt es einige Romane. Ja. Also sehr, sehr spannende Sachen, wo auch aber trotzdem auch immer wieder eben diese ganzen Konflikte total vorkommen. Ich auch. Ja, also Battletech-Lore, wirklich eine tolle Sache. Ich habe mir vor ein paar Jahren wirklich alle Bücher nochmal bis zum Ende des Federated Commonwealth Bürgerkriegs, dazu kommen wir auch noch, eine super spannende Episode nach den Clankriegen, und ich muss sagen, bis dahin kenne ich wenig vergleichbar Gutes, sogar ehrlich gesagt auch in Star Wars nicht, also nicht über so eine Zeitspanne und in dieser Konsistenz und mit dieser Dichte an guten Büchern. Und ich liebe Star Wars. Immer noch. Absolut, also es ist absolut, ja. Also ich finde auch nach wie vor, also auch bei Star Wars zum Beispiel, eines meiner absoluten Lieblingsvideospiele, da können noch viele Videospiele nicht mithalten, ist Knights of the Old Republic. Es gibt den Star Wars. Genau, es gibt viele Inseln in Star Wars, die wirklich sehr geil sind, ne? Aber man merkt halt einfach also früher hat man sich ja der Illusion hingegeben, dass George Lucas alles supervised und darauf achtet, dass es in sich stimmig ist, aber durch diese enorme Menge an Autoren, die da gearbeitet hat, an Büchern, Comics, an Fernsehserien, an Filmen und so weiter, ist es ja mittlerweile echt wahnsinnig aus den Fugen geraten, finde ich. Und Disney hat jetzt probiert, mit ihrem Kahlschlag da wieder ein bisschen Grund reinzukriegen, haben dabei aber auch sehr viele schöne Sachen dann halt zumindest degradiert, ne? Gekillt nicht, aber degradiert. Und das finde ich halt bei Battletech, weil es eben nicht ganz so große IP ist, nicht so eine ganz so große Marke, war man in der Lage, diesen Garten doch noch relativ gut zu hegen und zu pflegen, und das schätze ich wirklich sehr. Das stimmt, ja. Ist eben einfach, weil es eine kleinere, ich glaube, storytechnisch ist die jetzt gar nicht kleiner. Machen, ne? Von dem Umsetzen her ist sie kleiner. Oh, doch, ist deutlich. Genau, wenn du mal alle Star Wars Bücher, Comic und so weiter auf einen Haufen legen würdest und die Battle dich rechts daneben, da. Genau, ja. Also rein ich habe bei Weitem nicht alle Star Wars Bücher. Dito geht mir ganz genauso. Also von daher, im Vergleich, klein, aber fein, aber tief und breit genug, um sich da wirklich über mehrere Jahre zu verlieren. Also ich weiß ja nicht, wie schnell ihr lest, aber ich habe da schon so 2-3 Jahre lang an den Büchern nochmal gelesen, ne, der Reihe nach. Das glaube ich, ja. Und es ist halt schon, also man muss ja sagen, es ist ja nicht alles, was Star Wars jetzt ist schlecht, ja? Weil gerade in den Büchern und Comics versuchen sie schon sehr
eben wieder ein bisschen Klasse statt Masse zu machen, weil Legends war schon oft sehr viel Masse dabei auch, ne? Ich meine, es waren absolut geniale Bücher dabei. Also Darth Plague ist auch nach wie vor eins meiner Lieblingsbücher überhaupt. Ja, also der aber, Disney ist bei Star Wars nicht alles schlecht. Ja, aber Autobahn gebaut, es war halt ne, ist ja klar. Masse und viele Bücher waren auch einfach schlecht. Genau, also eben die genau. Also die neuen, also von den neuen Star Wars Büchern zum Beispiel, also Prinzessin Leia Buch, ich habe jetzt den Namen vergessen, Bloodlines, genau, super. Das Phasma Buch, super. Die Timothy Zahn Bücher über Thrawn, also Thrawn und der Nachfolgebuch von Thrawn, sensationell, finde ich wirklich gut, obwohl der zweite Teil ein bisschen schwächer ist. Das definitiv. Darth Vader Comic, wir sollten unglaublich aber nicht gut, so sehr sensationell. Wir sollten mal. Aber eine Sache noch. Oder dann komm, geben wir uns deine Körper. Ich habe hier zwei Last genau. Jedi Liebhaber. Genau. Doch, ihr verehrt die, ihr habt einen Last Jedi, ihr habt einen Schrein. Ja, ich Liebhaber. Schrein hier. Ich, was ich sagen wollte, es gibt diesen Darth Vader Fanfilm. Nee. Von diesem Star Wars Serie. Nur ganz kurz mal reingeguckt. Gesehen? Ich hatte nicht die Zeit, ihn weiterzuschauen und dann habe ich es vergessen. Ich bin aber auch kein Fanfilm-Liebhaber, weil ich bin dann immer so, ich mäkel dann immer daran rum und dann, ich bin ja ganz furchtbar. Ja, nee, also für einen Fanfilm ist das Production Value von dem Film extrem gut. Also ich habe ihn geschaut. Das Einzige, was mich vielleicht stört am Anfang, das Set ist ein bisschen klein, ja, aber verständlich, die können sich auch jetzt nicht alles leisten, ja. Aber gemacht, super, die Story finde ich genial, super. Also das ist Darth Vader, wie er sein sollte, in meinen Augen. Ja. Ja. Und auch der Imperator, super gespielt. Also mir hat auch der Schauspieler sehr, sehr gut gefallen vom Imperator. Man hat so richtig den Imperator-Film rüberbekommen. Also ich finde, also ich mag eben viele Fanfilme nicht, weil sie eben sehr, sehr cheesy sind. Ja. und der Film hat das absolut nicht. Also der ist wirklich super gemacht. Man merkt, dass da professionelle Schauspieler sind, ein professioneller Regisseur. Kalifornien da. Der ja auch in Hollywood studiert hat, oder nicht in Hollywood, aber am UC Film, auf der UC Filmschule, auf dieser kalifornischen. Also da machen wirklich Top-Leute mit und auch die Special Effects, sensationell. Also der Darth Vader in diesem Bagdad-Tank und dann die in seinem, ich glaube, wir müssen mir den Link nochmal geben. Ich habe nur den ganzen Eklat mit Disney also mitbekommen, weil die das ja nicht wollen. Und Lukas also ist ja dann heroisch da hineingetreten. Ich glaube ja, das war ja abgekartetes Spiel. Ne? Nach dem Motto Good Cop, Bad Cop, ne? Bestimmt, garantiert. Kann sein nochmal. Okay, also haben wir noch irgendwas zu dem Clans vergessen? Genau, also wir haben natürlich versucht, das irgendwie in ein Schema zu pressen, ja, damit wir da auch in einer Stunde oder so, in eineinhalb, durchkommen. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also wir haben sicher einige, vor allem Details, weggelassen. Ich habe versucht, möglichst das so zusammenzufassen, dass eben die großen Kernpunkte der Clan-Geschichte aufgearbeitet werden. In vielen Bereichen gibt es sicher noch kleine Details, die man dazu erzählen kann. Ja. Aber das wäre einfach wahnsinnig zu viel gewesen und wir wollen ja auch wieder zur Hauptstory quasi zurückkehren und das quasi nur als Verständnis sehen, wie man zu dieser Hauptstory eben, wie das reinpasst und wie die Gesinnung der Clans zustande gekommen ist im Prinzip. Ja. Hätten wir das selber auch bei den Innosphere gemacht in der Tiefe, dann wären wir jetzt immer noch irgendwo, keine Ahnung, 2600 oder genau so. Also von daher, das kann es sich bringen. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir verzichten ein bisschen auf ein paar Details. Ich glaube, das Wichtigste haben wir mitbekommen. Man hat mitbekommen, wie die Kerenskis dicken, wie es zu diesem ganzen Clan, wie es zu der Clan-Geschichte gekommen ist und wie sich die aufgeteilt haben in die Bewahrer und die Kreuzritter ist eben einer der wichtigsten. Ja. Danke für die Arbeit, die du da gemacht hast. Da Hoshi hat das komplett vorbereitet, zusammengetragen. Sehr gut, danke dafür. Ja,
Wir danken alle für die Geduld, auch wenn es dieses Mal mit 1,38 oder 1,40, wenn wir jetzt fertig sind, etwas länger ist. Dafür haben wir es grob fallabschließend besprochen. Und genau. Es ist halt ein ER-Podcast, Extended Range. Genau. Danke an Olli. Planwürdig. Und vielen Dank an Hoshi für das immense Fachwissen der Klans. Und allen da draußen, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.